So, Carrera Go bin ich jetzt hier. Schauen wir uns mal die Modelle an. Gibt es ja hier ganz, ganz, ganz verschiedene. Es gibt ein paar Neuheiten und es gibt aber auch hier Sachen, die es schon gibt. Und es gibt Sachen, die gibt es noch gar nicht, aber die sind schon angekündigt. Darunter zählt hier zum Beispiel das NASCAR-Fahrzeug Camaro Next CL1 Centrix Motorsport. Das gibt es in verschiedenen Varianten. Hier mit einer neuen Form, nur halt in anderen Lackierungen. Hier die Alex Bowman Nummer 48, dann haben wir hier die William Byron 24, den Kai Larsen mit der 05. Dann neu ist hier der Porsche 952 GT3 Huber Racing Nummer 14, haben wir hier. So, hier gehen wir aber weiter. Wir haben hier einen Red Bull RB19, Max Verstappen mit der Nummer 1. Sehr schönes Modell, was man hier jetzt sieht. So, dann gucken wir hier Ferrari SF23 Carlos Sainz Edition. Auch Go hier das Ganze im Bild. Sehr schönes Modell hier. Dann haben wir Mercedes AMG F1 W14E Performance Lewis Hamilton Nummer 44 hier im Bild. So, BMW M3 GT3 Safety Car hier. Schauen wir uns mal das Modell an. Auch sehr schöne Lackierung. Dann die anderen Fahrzeuge jetzt hier kennen wir schon. Auf der Reihe hat sich hier nichts verändert bei Carrera Go. Ja, je nachdem könnt ihr natürlich euer Fahrzeug wählen, was euch am besten gefällt, also was eurem Geschmack entspricht. Hier ein Polizeiauto, hier ein Chevrolet-Fahrzeug. Also es gibt hier sehr verschiedene Varianten. Hier oben haben wir noch ein paar neue Modelle, die aber wie eben schon nur in Bildern hier vor Ort sind. AMG, Mercedes GT3 2023, Livery 1. Dann haben wir hier Ferrari SF90XX Strada. In zwei Varianten soll der kommen. Und hier Ferrari 296 GT3, auf Kurs Nummer 21. Leider nur die Fotos zu sehen. 296 GT3 Nummer 47. Valentino Rossi BMW Edition. Also nicht Edition, sondern das BMW M4 GT3. Und hier haben wir einen Audi R8 LMS Evo 2 DTM R-Feller Nummer 8. Porsche 992 GT3 Cup Huber Racing. Dann haben wir hier auch von Huber Racing, nur mit der Nummer 14 in einer anderen Lackierung. Hier war es ja die Nummer 2, die neu kommen wird. Hier nochmal die Kai Larsen und die NASCAR-Serie. Was haben wir hier neu? Spider-Man Speedshifter Fahrzeug 264269 ist die Artikelnummer. Dann gibt es hier Spider-Man Speedshifter Black Edition hier 264265. Super Mario Line, das kennen wir schon. Nintendo mit Yoshi. Dann haben wir hier Lightning McQueen, Jackson Storm, Flow Racer, hier aus Pixar Lightning McQueen und Jackson Storm. Dann haben wir hier Puck, The Meta und hier Bone Shaker Black und in Red. Night Shifter in Blue, Night Shifter in Red von Hot Wheels. Hier noch zwei HW50 Konzept Hot Wheel Fahrzeuge. So, gehen wir mal hier. Carrera Go, was hat sich da getan? Jetzt nicht wirklich, doch einiges, nicht viel, wollte ich schon sagen, aber hier haben wir eine schöne NASCAR Edition in den zwei Varianten, also mit diesen zwei Fahrzeugen, der 9 und der 48, in den zwei schönen Farben. Dann haben wir hier neu The Doctor, die 46, in den beiden Varianten. Wir haben hier eine Setlänge von 4,90 Meter. So, die anderen Varianten kennen wir schon, sind schon sehr interessant. Und was wir hier noch neu haben, ist hier Formel 1 Edition Go als Set
mit Lewis Hamilton und Max Verstappen. Z 6,30 Meter in der Länge mit Looping. Ob man in der Formel 1 ein Looping braucht, dann ist eher dieses Set. Das ist nur mit Überfahrt, also mit einer 8 und Brückenüberfahrt. Hier Red Bull gegen Ferrari, Setlänge 4,30 Meter. Dann haben wir hier Mercedes und Porsche in der Verfolgungsjagd, ein Set. Lizenzierte Cars, multipler Track, auch mit Looping und mit Steilkurve. Länge ist 5,30 Meter, auch ganz interessant. Und wer nochmal ein Looping für Formel 1 Fahrzeuge haben will, der bekommt hier einen Mercedes und einen Ferrari als Set für bei 5,30 Meter Streckenlänge. Und hier mal ein Unterschied. Hier haben wir das Wireless-System mit Wireless-Controller in der Go, also sprich ohne Kabel. Ja, mal ganz gut, da könnt ihr die Strecke verlassen und ein bisschen weiter weggehen, ohne dass ihr Kabelsalat habt. Gibt es hier Red Bull und Ferrari. Hier mal Carrera Go mit Wireless-Controller und Looping. Auch nicht schlecht als Variante. Als Go-Variante hier unten auch nochmal, auch sehr schön, mit einer Streckenlänge von 8,60 Meter und hier 5,30 Meter. Das sind jetzt hier die Go-Sachen. Das andere kennen wir ja hier schon mit Puff Control und Super Sonic, Super Mario. Ganz neu hier noch Marvel mit Spider-Man-Fahrzeugen, also sprich im Spider-Man-Look. Das ist noch neu und hier der Sklammer Race, ganz neu mit den Klemmerfahrzeugen mit Glittersticker. Seht ihr hier, ganz coole Sache da für unsere Mädels, die hier da ein passendes Set finden. So, sieht man hier das ganz schön, das Set. Ja, ansonsten hier bekannten Hot Wheels Sachen sind dabei. Puff Control ist geblieben und auch hier Highway Action, Highway Case genannt mit 4,30 Meter und hier Sonic, da hat sich da an den Modellen nicht viel verändert. Also warum wollte man Bewährtes ändern? Hier haben wir jetzt noch einen Blick auf die Bahn. So, hier gibt es noch die Einplayer Action, die ist ein bisschen in Vergessenheit geraten mit 6 Meter Länge. Hier haben wir auch noch die für Einspieler-Action, die mit dem Red Bull-Modell drauf. Das ist ein bisschen, wie gesagt, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und was haben wir hier noch? Einspieler-Action, das Hot Wheels-System und alternativ Formel 1 Challenge. Und hier seht ihr mal so eine Bahn und hier diesen mit diesem Controller, mit dem Wireless-Controller. Das war mal Carrera Go hier betrachtet. Ja, das sind nochmal dieses